Es ist soweit. Nach vielen erlebnisreichen Tagen treffen die Frauen aufeinander. Oh, hallo, Doris. Hallo. Na? Na. Wie geht's dir? Wie es mir geht? Ja. Ich bin geschockt. So? Ja. Ich glaube, wir zwei müssen mal Tacheles reden hier. Du bist deinen Kindern peinlich. Wie du rumläufst. Hast du überhaupt mal in den Spiegel geguckt? Wie du rumläufst? Findest du jetzt irgendwas an meiner Hose schlecht? Oder an meinen Turnschuhen? Naja. Turnschuhe, also sind Turnschuhe, ja. Ja, sind die Turnschuhe so okay? Ja, nee. Dein, ganz, okay. Dein ganzes Outfit ist nur mein peinlich. Mein ganzes Outfit ist peinlich für dich. Ja, streh dich mal, komm. Streh mich mal. Das ist alles peinlich für dich, nicht wahr? Ich kann auch rumtanzen, wie ich will. Und das ist peinlich für dich, nicht wahr? Ja. Oh Gott, was ist das? Stört es dich das nicht? Hör mal, zerreißt dir das nicht das Herz, wenn deine Kinder sagen, du bist peinlich? Du, Diese Kleider im Schrank, ey, das war der Hammer. Das war der Hammer. Was hat sie mir dazu anziehen in die Licht? Ey, das war der Hit. Das war ein Spaß. Ach, das war ein Spaß. Wenn du keinen Spaß verstehst, ist das dein Problem. Weißt du was, deine Kinder haben mit mir geweint. Die haben mit mir geweint. Echt? Ja, nach so kurzer Zeit. Die haben mir in den Armen gelegen. Die haben mit mir geweint. Ja. Weißt du, was die gesagt haben? Wir wollen nicht, dass du gehst. Wir wollen nicht, dass du gehst. Da lachst du. Da lachst du. Ich würde heulen an deiner Stelle. Werd doch mal wach, Mädel. Werd doch mal wach. Deine Kinder haben sich ja nicht mal von mir anfassen lassen. Ja, das wird mir mal zu denken geben, Mama. Deine haben mich geknuddelt und gedrückt und geküsst, hör mal. Die wollten mich gar nicht fragen lassen. Meine Kinder sind herzlich. Was haben meine Kinder gemacht? Gott sei Dank ist die Alte weg, ne? Haben die Sachen gejubelt, die feiern jetzt Party zu Hause. Meine Kinder sind herzlich. Und deine Kinder sitzen nicht zu Hause und heulen. Die heulen, dass ich nicht mehr da bin. Mein Tobi. Mein Tobi. Tobi. Immer wenn ich von deinen Kindern habe, warum fängst du von Tobi an, Mensch? Werd doch mal wach. Werd doch mal wach. Das läuft total schief in deinem Leben, Mama. Hast du deinen Kindern mal gesagt, wie toll sie sind? Na klar, habe ich das. Nein, hast du nicht. Das haben sie noch nie gehört. Natürlich habe ich nein. Das. Nein, ach ja, toll. Das weißt du ja. An der Klatsche, alles. Ehrlich. Du hast einen Schuss nicht gehört. Oh, danke. Ich hab deinen Töchtern gesagt, hör auf zu singen, ey, sonst flippe ich hier gleich aus. Du flippst aus, genau so ist es. Ich red dir was von deinen Kindern, das willst du gar nicht wissen, wie es denen geht. Danke. Du spinnst. Danke. Oh Mann, ey. Danke. Ich flipp hier gleich aus. Wenn ich gleich der Blumenpott für dich komme, da garantiere ich dir gar nichts. Danke, oh hey, ich will dir danken. Hör mal, leben deine Kinder überhaupt noch? Ja, jetzt hilft Gott dir, oder was? Weil du mit deinen Kindern nicht zurechtkommst. Gott hilft mir immer. Oh Gott. Und überall. Gott, Scheiße, da. Was haben die einmal mitmachen müssen? Immer ist Gott. Alles klar. Da. Ja, mit mir ist alles klar. Denn immer. Ey, du bist und überall. Immer. Und überall. Muss ich meinen Mann in der Psychiatrie abholen, weiß oder was? Ist Gott da? Emma, weißt du was? Weißt du, was so scheiße ist? Ich soll mit deinen Kindern shoppen, ne? Du bist ganz schön aggressiv, muss ich sagen. Ja, ich flipp hier gleich aus, weil du so Banane bist. Du bist so Banane, hör mal. Ich soll mit deinen Kindern shoppen. Warum bist du so aggressiv? Ich fang von deinen ich weiß, Kindern dass du an mit und meinen dann Kindern unterbrichst du mich gleich wieder. Hör doch mal meinst zu. Du, ich kann mit Mensch! Da lachst du nur. Meinst du, ich war mit deinen Kindern shoppen, die haben schon Kopf gemacht, hör mal. Die wollten dir irgendwas Gutes tun. Mama, wir wollen Mama mal was Schönes kaufen. Weißt du was? Hier, schmeiß dir die um die Ohren. Aber kannst du Putzlappen draus machen? Du hast uns eine Male. Gott. Also mir geht's gut. Ich finde, dass ich diese Zeit mit Gott gut überstanden habe und ich bin froh, dass ich wieder zu meinen Kindern und zu meinem Tobi zurück kann. Halleluja. Bist du jetzt am Beten oder was? Nee, ich bin am fertig werden. Wir sind jetzt fertig, fertig, wir sind jetzt fertig. Du hast ja doch nicht mehr alle, hör mal. Ich fahr in die Psychiatrie, hör mal. Lass dich einweisen. Echt? Mach dir Gedanken.
Gedanken über deine Kinder. Naja, das kannst du auch machen. Kannst du auch einweisen lassen. Ich bin super stolz auf meine Kinder. Ich habe eine super Familie. Und die Kinder sind auch stolz auf mich, aber die Kinder, deine Kinder sind nicht stolz auf dich. Aber gastfreundlich sind sie halt nicht, ne? Gastfreundlich. Ja, da hast du was falsch gemacht. Gastfreundlich sind halt deine Kinder nicht. Hast du was falsch gemacht, Mensch? Werd mal wach. Ach so. Wasch dir mal den Kopf. Du kannst es doch nicht mehr alle haben. Meinst du? Meinst du? Mach dir Gedanken. Voller, mach dir Gedanken. Änder mir dich, bitte. Gut, weißt du? Änder dich. Tust deinen Kindern zuliebe. Tust deinen Kindern zuliebe. Ich wünsche dir alles Gute. Ich hätte es am liebsten alle mitgenommen. Ich wünsche dir Gottes Segen. Die tun mir so leid, deine Kinder.